Advent, Advent, dein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei. Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens. Wie schwer fällt Ihnen das? Gar nicht so schwer. Also ich muss ehrlich sein, als ich kleiner war, fiel mir das schwerer. Ich habe heute meine ersten zwei Stollen gebacken. Dann ist halt Heiligabend, dann ist es so. Ich habe drei Kinder, inzwischen drei Enkelkinder. Ja, da gibt es immer viel zu tun, ne? Ich kann ganz gut warten. Und wir singen halt immer viel. Bei mir geht es immer relativ schnell. Plötzlich ist schon Weihnachten. Bei uns zu Hause sind die Kinder aus dem Haus. Das geht jetzt eigentlich ruckzuck. Da hören wir gerne das Weihnachtsoratorium nicht nur von Bach, sondern auch von Camille Saint-Saëns. Ich habe am zweiten Weihnachtstag Geburtstag. Naja, es ist schon ein bisschen aufregende Zeit. Man ist zwar jeden Tag im Geschäftsleben. Da ist die Planung für meinen Geburtstag dann meistens schon drauf. Als Kind hat es ewig gedauert, aber jetzt rennt halt die Zeit. Man muss rennen und machen und tun, obwohl es nicht nötig ist, aber man macht es trotzdem, ne?